An den Märkten lässt sich immer wieder ein Phänomen beobachten. Es passiert das Gegenteil dessen, was vorher passiert ist. Und 2022, was ist da passiert? Die Tech-Aktien, die sind verprügelt worden im Rahmen der Zinsanhebungen der Fed. Aber dann das erste Halbjahr absoluter Tech-Hype. Die Märkte, die Tech-Aktien vor allem waren es, die die Märkte nach oben getrieben haben. Und wird das dann im zweiten Halbjahr so weitergehen? Da habe ich meine sehr starken Zweifel schlichtweg, weil einfach die Bewertungen inzwischen so krass sind, dass da schon ein Wunder passieren müsste, damit sich diese rechtfertigen lassen. Dagegen scheinen andere Sektoren günstig zu sein, die dann vielleicht in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 eben zulegen können. Aber die Tech-Aktien dürften, könnten Probleme bekommen. Schauen wir uns zunächst mal an, wie dieses erste Halbjahr gelaufen ist. S&P 500 16% nach oben. Dow Jones Industrials keine 4% nach oben. Nasdaq Composite, der breiter gefasste Tech-Index, 31,8%. Russell 2000 Nebenwerteindex 7,6% und Nasdaq 100, da wo also die Dickfische dominieren, 38,86%. Bestes Halbjahr für diesen Index ever beim Nasdaq Composite. Bestes Halbjahr seit 1983 und im Herbst 2022 war ja schon eine Erholung an den Märkten der Fall. Da waren es aber vor allem die Dow Jones Werte, die Value Werte, die das Ganze getrieben haben. Jetzt sehen wir, es ist Growth über alles gewesen. Und wenn Sie hier mal die Grafik anschauen, dann sehen Sie das Verhältnis von S&P 500 zu dem Tech-Sektor. Unten in dieser Grafik geht massiv nach unten, sodass wir dann eben solche Differenzen haben, etwa zwischen S&P 500 und dem Triple Q, also dem Nasdaq 100. Bitcoin konnte 80% zulegen, ist jetzt knapp auf der Hälfte dessen, was 2021 war, glaube ich, sein Allzeithoch war. Also da ist natürlich zwischendurch auch ein bisschen was nach unten gegangen, aber entscheidend eben jetzt diese Ungleichgewichte an den Märkten. Und wir hatten 2019 eine Rallye zum Beispiel, da ist der S&P ähnlich gestiegen, 18,3%, aber da haben 553 von 500 Aktien zulegen können, also die absolute Mehrheit, die Top 3 haben damals für 16,5% dieser Zugewinne gestanden. Heute haben wir 311 Aktien, die gestiegen sind und 199, die gefallen sind. Also mehr gestiegen als gefallen, ja, aber es ist eben eine deutlich veränderte Zahl. Die Top 3 Aktien stehen für 47,1% der Gewinne, also fast für die Hälfte. Und schauen wir uns mal die größten 10 Companies an in ihrer Bewertung. Price Earnings, die 10 größten, 29,3. Durchschnitt ist historisch gesehen 19,8. Bei den anderen Indizes, bei den anderen Sektoren sieht das teilweise, oder den anderen Aktien sieht das teilweise anders aus. Also diese Rallye wurde von 7 Aktien getragen. Diese sind extrem teuer. Dadurch ist das Equity Risk Premium, also die Risikoprämie, die ich verlange normalerweise, wenn ich Aktien kaufe, habe ich größere Chancen, aber eben auch größere Risiken auf einem 20-Jahres-Tief. Und das bedeutet eher begrenzte Aussichten für die Zukunft. Und warum ist diese KI-Blase eine Blase? Weil sie sozusagen ein relevantes Thema komplett über einen Kamm schert. Und dann kauft man eben alles, was mit KI zu tun hat, ohne zu differenzieren. Ja, wer wird denn profitieren oder wer hat vielleicht sogar Nachteile dadurch? Dementsprechend wird auch eine Apple im Rahmen dieser KI-Euphorie nach oben gekauft, obwohl die keinen wirklichen Ansatz in KI hat aus meiner Sicht, aber schauen wir uns mal diese, diesmal ist anders, Ideologie an, die immer wieder scheitert, die immer wieder auf die Nase fällt, aber sie kommt immer wieder, etwa hier Stay-at-Home-Mania, Zoom, diese Aktie, können sich erinnern, Vaccine-Mania, also Impfstoff, IPO haben wir gesehen, dann ARK Innovation haben wir gesehen, Krypto haben wir gesehen, die SPACs haben wir gesehen, Meme-Aktien à la GameStop, damals argumentierte ich auch, das wird nicht sehr nachhaltig sein, haben alle diese Jünger dieser Blase gesagt, ach was, diesmal ist alles anders. Und was ist passiert? Es war diesmal nicht anders und so wird es auch bei AI sein, obwohl das natürlich eine Technologie ist, die latent ein Game Changer ist, aber noch wissen wir nicht, in welche Richtung sich das entwickelt, wer überhaupt profitieren kann, welche Geschäftsmodelle große Nachteile dadurch erleiden, das ist unbekannt. Schauen wir uns mal den S&P 500 an, in seiner
dominanten Berechnungsformen, nämlich nach Marktkapitalisierung, wo also die großen Aktien auch große Anteile haben, und den Value Line Geometric Index, wo alle Aktien gleichgewichtet sind. In der ersten Jahreshälfte hat der Value Line Geometric Index nur 6% zulegen können, also die Durchschnittsaktie hat 6% gewonnen, und man kann wirklich sagen, das, was 2022 schlecht gelaufen ist, ist 2023 gut gelaufen und umgekehrt. Deswegen sehen wir Information Technology mit Abstand der beste Sektor, Energie dagegen sehr, sehr schwach. Utilities, Finanzwerte, die sind sehr, sehr schlecht, und Big Tech hat dominiert, obwohl wir deutliche Abflüsse an Kapital gesehen haben. Das heißt, die Big Player, die gehen schon raus aus der ganzen Geschichte. Was wir jetzt wahrscheinlich sehen, das sind die Retail Trader, die dann jetzt sagen, Mensch, das ist doch eine tolle Rallye, da will ich nochmal nach oben. Und hier sehen wir oben die Bewertungen etwa des Tech-Sektors jetzt nahe des Allzeithochs, das wir im Rahmen der Nullzinspolitik und der daraus entstandenen Liquidität dann gesehen haben. Allerdings ist der Nasdaq saisonal normalerweise im Juli sehr, sehr stark. Ich hatte diese bullische Annahme schon öfter hier unters Volk gebracht, oder diese bullische Saisonalität, aber gucken wir uns zum Beispiel mal eine Apple an. Da hat der Citigroup gesagt, da hätte Apple noch weitere 30% an Upside-Potenzial. Gucken wir uns mal die Fundamentaldaten an. Revenue Growth, also Gewinnwachstum bei Apple, minus 2,5% zum Vorjahr, und Net Income Growth, also Netto Gewinn, minus 3,4% zum Vorjahr. Hier sehen wir unten mal eine Grafik, die sozusagen die Earnings per Share abbildet, also wie schaut es aus mit den Gewinnen. Das geht nach unten, die Aktie aber geht nach oben. Jetzt heute die Meldung, dass Apple seine Vision Pro Bestellungen, Produktion kürzen wird. Also diese Brille, um die es so viel Hype gab, mit einem Akku, der so groß wie der Akku eines E-Bikes ist, um und bei, und den man dann hier so in der Hose, an der Hose kleben hat, mehr oder weniger. Absolut lächerlich, das mit dem iPhone zu vergleichen, was ein so schmales, kleines Ding ist, was wirklich eben transportabel ist, was dann auch in der Anwendung natürlich mit Akku und so weiter richtig funktioniert hat. Also wir sehen, das war ja auch eines der Motive, was die Aktie nach oben getrieben hat. Das wird nicht passieren. Die Zulieferer sagen, wir können nicht so viel herstellen, weil die ganze Geschichte so komplex ist. Also das riecht nach einem extrem erfolgreichen Massenprodukt. Und hier sehen wir insgesamt mal minus 6,8% aktuell die Erwartung für das zweite Quartal 2023. Es kommen ja jetzt im Juli die Quartalszahlen dann der verschiedenen Unternehmen. Und dann müssen die Tech-Aktien schon mal zeigen, die jetzt so gut gelaufen sind. Habt ihr schon was mit KI verdient, oder wie sind denn eure Perspektiven mit KI, damit dann diese ganzen Geschichten gerechtfertigt werden? Und wichtig für das zweite Halbjahr natürlich auch Wirtschaft. Wir hatten zuletzt gesehen, dass die Konjunkturdaten aus den USA deutlich stärker wurden. Heute bekommen wir den ISM-Index, an diesem verkürzten Handelstag in den USA, geht ja nur bis 19 Uhr deutscher Zeit der Handel. ISM-Index Gewerbe, sehr wichtig, erwartet 47,2, während nach wie vor Kontraktion. Wir sind seit Monaten bereits praktisch in einem Schrumpfungsprozess, der sich laut Prognose allerdings abmildern sollte. Und hier sehen wir mal den amerikanischen City Economic Surprise Index und vergleichen das mit dem europäischen Booms. Das ist noch eine ganz andere Welt, wahrscheinlich durch Inflation Reduction Act, all diese Geschichten, die hier erstmal dagegen wirken. Aus Europa der Macro Surprise Index so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Also die Daten sind miserabel angeführt von Deutschland. Aber wenn wir in die USA blicken, da ist eine schwere Differenz zwischen dem Economic Surprise Index, der also die Abweichung von der Erwartung bemisst, und dem Frühindikatoren, die seit, glaube ich, 14 Monaten jetzt in Folge im negativen Territorium sind. Und was läuft hier gut? Mal hier eine Grafik von Maverick of Wall Street. Was wieder sich erhitzt, ist ein bisschen der Hausmarkt, vor allem Construction, Leisure, also Dienstleistungen, Gastgewerbe, wenn man so will, Services, Food und Labor. Was nicht gut läuft, ist, wie wir beim ISM-Index gesehen haben, Manufacturing, Commodities, Rohstoffe springen nicht an, Shipping, wir sehen Trucking, also praktisch die Lieferungen per LKW, Retail, also Einzelhandelsumsatz und Güter, aber dennoch sehen wir, dass der S&P 500 eben sich recht parallel entwickelt hat zu dem Economic Surprise Index, also parallel zu den besser
gewordenen Wirtschaftsdaten, aber früher oder später kommt der Zinseszinseffekt hier rein, kommt das Problem hier rein, dass eben Kredite neu refinanziert werden müssen, die damals zu Nullzinszeiten noch super günstig waren. Jetzt werden sie deutlich teurer. 80% Anstieg in Zinskosten erwartet man. Gerade für die schwächer bonitären Unternehmen in der nächsten Zeit. Gleichzeitig sehen wir, dass die amerikanischen Konsumenten ihre Kreditkarten immer weiter ausschöpfen, bei immer weiter steigenden Belastungen, die durch die Zinsseite damit verbunden sind. Knapp 24% jetzt durchschnittlich die Zinsbelastung. Und jetzt ab 1. September müssen ja diese Student Loans wieder zurückgezahlt werden. Betrifft über 40 Millionen Amerikaner. Und davon sagen 29%, okay, habe ich kein Problem mit. 37% der Befragten sagen, dann muss ich Ausgaben in anderen Bereichen kürzen, also weniger konsumieren. Und 34% sagen, ich bin überhaupt nicht in der Lage, das zu bezahlen. Das wird also lustig, denn das ist ein richtiger Batzen, der da dranhängt. Jetzt kommen wir nochmal zu dem, was am Wochenende passiert ist. Twitter, hier hat ja Elon Musk Begrenzungen für Twitter-Displays gezeigt, gerade für diejenigen, die nicht angemeldet sind, und hat das begründet, ja, so viel Aufwand, so viel Rechenleistung, die da praktisch der Fall ist. Aber wahrscheinlich ist es so, dass hier Elon Musk ein Problem hat mit Amazon. Da müsste er jetzt $1 Milliarde bezahlen. Das will er nicht, offenkundig. Und so ist das ist noch nicht erwiesen, aber das ist die wahrscheinliche Ursache dieser Twitter-Beschränkungen von Elon Musk. Darüber redet er natürlich nicht. Aber er versucht also jetzt sozusagen hier zu kaschieren, dass Amazon wahrscheinlich den Traffic runter gedimmt hat. Also praktisch, dass nicht eine freie Entscheidung von Twitter ist, von Elon Musk ist, sondern von Amazon. Die sagen, Junge, du musst mal deine Rechnung bezahlen. Kommen wir nochmal nach China. Wir haben schwache Daten wieder mal aus China oder relativ schwache Daten. Wir sehen auch die Einkaufsmanager-Indizes in Asien, wenn wir vorhin ja über Konjunktur auch in den USA gesprochen haben, die ja scheinbar noch gut dasteht. Aber hier schauen wir mal die Gewerbesektor, den produzierenden Sektor an. In Asien auch deutlich unter Druck, etwa Korea, Südkorea. Die Shipments nach China sind 19% gefallen, 13 Monate in Folge negativ. Wir hatten heute Nacht den Einkaufsmanager-Index Kaixin 50,5, ein Ticken besser als erwartet, 50,2. Aber wenn wir mal unter die Oberfläche schauen, dann sehen wir, dass den vierten Monat in Folge der Headcount reduziert wurde, also weniger Mitarbeiter. Mit anderen Worten, man hat Mitarbeiter entlassen. Und auf der anderen Seite, die Inputkosten sind im Juni so stark gefallen wie zuletzt im Januar 2016. Also das riecht nach Deflation schon, und diese Deflation liegt an der Schwäche der chinesischen Wirtschaft. Das könnte auch bedeutend werden dann sozusagen für die Inflationsentwicklung hier in Europa und den USA. Vanke, zweitgrößter Immobilienentwickler in China, sagt, der Immobilienmarkt ist noch schlechter als befürchtet. Dennoch sehen wir eine Rallye in Asien, vor allem hier in Hongkong, wo Tech-Firmen 3% gestiegen sind nach guten Absatzzahlen von BYD und Tesla. Wenn wir das Ganze jetzt mal rüberschieben nach Deutschland, dann sehen wir, dass der gesamte DAX, nämlich 40 Aktien, $1,66 Billionen wert sind, etwas mehr als die Hälfte als Apple etwa und deutlich weniger auch als Microsoft. Das deutsche Durchschnittsunternehmen im DAX ist 109 Jahre alt, die im S&P 500 durchschnittlich 42 Jahre alt. Und eines der Probleme, das wir natürlich haben, ist Energie. Da wird knappe Energie noch weiter verknappt, sodass man sich dann wundert, dass der Preis für Energie steigt. Und jetzt sind wir in Deutschland immer mehr angewiesen auf Stromimporte. Wir haben jetzt das größte Defizit gehabt oder haben so viel Strom importieren müssen wie zuletzt, als die Daten begonnen wurden, die Erfassung der Daten begonnen wurde im Jahr 2015. Dritter Monat in Folge Stromimporte. Also erstaunlich Zusammenhang, Zufall natürlich, dass das korrespondiert mit der Abschaltung der Atomkraftwerke. Wer knappe Ressourcen noch weiter verknappt, wundert sich dann über die Folgen. Das ist schon erstaunlich. Abschließend zwei Artikelhinweise, meine Damen und Herren. Kann Joe Biden die USA wirklich vor einer Rezession bewahren? Faszinierender Artikel von Hannes Zipfel, der zeigt, dass der Zinseszinseffekt viel stärker wirken wird als etwa
dieser Inflation Reduction Act, also als die Subventionen letztendlich, die die Biden-Regierung ausschüttet. Unbedingt lesen, erste Empfehlung und zweite Empfehlung, das Big Picture. Wie schaut es denn aus? Sind jetzt alle drin in Aktien? Wie ist diese Lage zu beurteilen von Wolfgang Müller? Ebenso interessant und ein Muss. Also diese beiden Artikel, meine Damen und Herren, zum Wochenauftakt. Ich sage jetzt Servus und Ciao.